Nach wie vor boomen die kompakten SUVs. Nun betritt Seat mit dem Arona diese Bühne. Dieses Segment ist für die Spanier zwar Neuland, aber dass das kein Nachteil ist, haben sie bereits mit dem Ateca erfolgreich bewiesen. Der Arona lebt den Urban Lifestyle. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, das Auto in vielen Details zu individualisieren. Orange mit schwarzem Dach ist nur eine Möglichkeit. Mehrere Dutzend weitere stehen darüber hinaus zur Wahl. Wie bei allen Autos, die das Seat-Logo tragen, steht der Arona für Lifestyle, Dynamik und Leidenschaft. Die Designer haben das natürlich versucht, optisch umzusetzen. Wer sich den kleinen Spanier zum ersten Mal anschaut, wird viele Details entdecken, die ihm seinen Charakter geben. Das sind zum einen natürlich die scharf geschnittenen Konturen. Diese verleihen dem Auto bereits im Stand Dynamik. Die seitlichen waagerechten Linien unterstützen das noch einmal dadurch, dass sie im hinteren Teil nach oben abgewinkelt sind. Weil bei den kompakten SUVs der Offroad-Look gefragt ist, dürfen diese typischen Elemente beim Arona natürlich nicht fehlen. Zum einen sind das die schwarzen Kunststoffbeplankungen an den Rathäusern und Schwellern und ein symbolisierter Unterfahrschutz am Heck. Durch diesen wirkt das Auto auch höher, als es eigentlich ist. Dass man beim Anblick der Front sofort an den großen Bruder Ateca erinnert wird, ist kein Zufall. Schließlich ist er das Auto, mit dem Seat mehr als erfolgreich in das SUV-Segment gestartet ist. Im Innenraum dürfte sich auch jeder Seat-Neuling sofort zurechtfinden. Das Fahrwerk ist sehr typisch langstreckentauglich mit einem sportlichen Touch. Seat hat mit dem Arona ein wendiges, komfortables Stadtauto kombiniert mit den Vorzügen eines SUVs auf die Räder gestellt. Da er preislich knapp über dem Ibiza liegt, dürfte er auch für Menschen interessant sein, die bislang eher einen Kleinwagen gekauft haben. Der Arona bietet dafür eine höhere Sitzposition, was nicht nur das Einsteigen leichter macht, sondern auch für mehr Übersicht im Großstadtdschungel sorgt. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt die Zahl der Vorbestellungen. Weit mehr Käufer als erwartet haben den Arona aus dem Prospekt bestellt, ohne ihn jemals gesehen zu haben, geschweige denn eine Probefahrt gemacht zu haben.